Moin moin und hallo. Im heutigen Hörbericht werden wir eine kleine Exkursion in die kulturelle Teilhabe unternehmen, wo explizit über den Nahtod gesprochen wird. Das Hauptwerk, was hierbei oft zur Sprache kommt, ist das tibetanische Totenbuch. Also lass uns am besten gleich anfangen, denn dieser Bericht wird äußerst ausführlich. Viel Spaß beim Zuhören! Wir kennen nun jetzt bereits einige Fälle, in denen Menschen von ihren Todesszenarien ins Leben zurückkehrten und eine Rekapitulation davon schlussfolgerten. Ein Weckruf vom vorherig geführten Lebensalltag. Alle bisher genannten Personen waren von einem auf den anderen Augenblick dem Leben entrissen. Menschen wie du und ich. Die Phänomene, die mit dem Nahtod einhergehen, sind konvergent mit denen, die der Geisterwelt zugesprochen werden. Eine Realität, die zwar zeitlich parallel zu unserer Gegenwart verläuft, aber in einer anderen Dimension liegt. Es ist unkomplizierter, als es sich im ersten Moment anhört. Ich versuche es nun auf ein paar einfache Sätze runterzubrechen. Die Geisterebene unserer Gegenwart, in der wohlmöglich auch der Zustand des Nahtods angesiedelt werden kann, ist eine Ebene, die es Individuen, die sich in dieser befinden, ermöglicht, unsere Gegenwart zu beobachten, aber vor den Augen der wirklich körperlich anwesenden Personen unsichtbar zu sein. Diese beiden Ebenen, unsere Realität und die der Zwischenwelt, werden ab und zu durchbrochen, indem energetische Kraft frei wird. Die Zwischenwelt kann nur von Wesen betreten werden, die energetischer, aber nicht körperlicher Natur sind. Wie der Name dieser Ebene schon andeutet, ist es womöglich die Zwischenwelt von Leben zu Tod. Die Existenz von dieser Ebene wird uns insofern nur dann bewusst, wenn Anomalien auftreten. Paranormale Erscheinungen zählen dazu. Oder, wie in unserem jetzigen Themengebiet, die Nahtoderfahrung, wo Menschen von dieser Zwischenwelt berichten. Heute werfen wir einen Blick in ein literarisches Zeugnis der Vergangenheit, das uns aufzeigen wird, dass Menschen mit dem Phänomen des Nahtodes schon sehr früh in Kontakt traten und sich darüber den Kopf zerbrachen. Dieses Schriftstück ist unter der Bezeichnung Tibetianisches Totenbuch bekannt. Es geht auf das 8. Jahrhundert zurück und dient traditionell dazu, Menschen, die im Sterben liegen, vorgelesen zu werden. Faszinierend daran ist die Tatsache, dass der Inhalt klare Parallelen beschreibt von dem, was Nahtoderfahrene erlebt haben. Hier eine Passage aus dem tibetanischen Totenbuch. Der Geist der Seele des Sterbenden löst sich vom Körper ab. Er lebt sich in einem Abgrund, die persönlicher Begrenztheit entspricht und in dem sein persönliches Ich weiter existiert. Die Umgebung ist von einem Nebel umgeben und pfeifende Geräusche sind zu vernehmen. Er ist darüber verwundert, nicht mehr seine Hülle zu besitzen. Er nimmt seine Angehörigen wahr, sie ihn aber nicht. Er hört ihre Gespräche, kann sich aber nicht daran beteiligen. Nach einer Zeit dieser Wirklichkeit begreift er nun seinen Tod. Er wandert umher, geht durch Bäume und Steine hindurch. Er weiß nicht, wohin er gehen soll. Ist er endgültig tot oder ist noch ein Rest Leben in seiner Hülle? Seine Sinne sind hell und klar, sehr direkt und verfeinert. Er stellt sich die Frage, ob er zu Lebzeiten blind und taub gewesen war, um dies alles nicht zu erkennen. Neben den Beschreibungen als Beobachter haben die Verfasser des Buches auch kategorisch Stadien definiert, die den Prozess des irdischen Ablebens darlegen. Es sind insgesamt 8 Zustände, die ein Lebewesen durchlaufen muss, um unsere Welt schonend zu verlassen. Phase 1. Erst löst sich das Sehbewusstsein der betroffenen Person. Erkennbar wird das als Außenstehender dadurch, dass bei der betroffenen Person die Augenlider schmaler werden und der Körper zunehmend erschlafft. Der im Sterben Liegende hat das Gefühl, dass das Wahrnehmen seiner Umgebung von Zeit zu Zeit schwieriger wird. Es macht sich ein Gefühl des Versinkens breit,
Erdelementare Sinne verweigern ihren Dienst. Phase 2. Die Gefühlslage befindet sich in der Auflösung. Man empfindet keine Angst, keine Freude, kein Hass und kein Glück. Eine neutrale, emotionale Akzeptanz wird erreicht. Dieser Zustand wird als Verlust der wasserelementaren Gebundenheit verstanden. Phase 3. Die Temperatur des Körpers lässt nach. Das innere Feuer erlischt. Deshalb wird hier das Element des Feuers benannt, das den Betroffenen verlässt. Selbstständige Nahrungsaufnahme ist nicht mehr möglich. Die Atmung wird schwerfälliger. Die Ausatmung wird dafür länger. Das Luftelement der Person wird schwächer. Phase 4. Die Fähigkeit, für sich selbst Gedanken zu greifen, wird immer schwieriger bis nichtig. Die Zunge wird kalt, die Atmung versagt ihren Dienst. Der Sterbende versinkt völlig in seiner immer schwächer werdenden, am Körper gebundene Gedankenwelt. Sinne existieren nicht mehr, nur noch die mentale Bewusstseinswelt verbleibt noch. Phase 5. Die Begrifflichkeit um Freude und Trauer sind nicht mehr greifbar. Es entfällt die Definitionsgabe dieser Emotionen. Sie sind nun nichtig für den Betroffenen. Ein Lichtpunkt erscheint, der den Betroffenen zu fokussieren scheint. Das Licht erscheint fern und kühl. Es wird stetig größer. Phase 6. Die Wahrnehmung des erscheinenden Lichtes wird stärker. Die Rezeptoren für subtilere Wahrnehmungen auf dieser Ebene werden immer sensibler. Phase 7. Völlig losgelöst erscheint das Licht nun immer natürlicher. Es bildet sich ein Szenarium um dieses Licht, was einem düsteren Horizont ähnelt. Es scheint kalt, aber unumgänglich zu sein. Das nun als verstorben bezeichnete Individuum befindet sich nun an einem Ort oder Zustand, der von tibetanischen Mönchen als klares Licht des Todes bezeichnet wird. Ab hier gilt die Seele als frei und auf dem Weg zu einem neuen Fluss. Ärzte würden bei dieser Stadiumbeschreibung den Betroffenen schon ab der Phase 4 für klinisch tot erklären. Die Bewusstseinshoheit liegt nicht in dem Bereich, den Menschen zweifellos nachweisen können. Diese 8 Phasen beschreiben das irdische Ableben im Regelfall, wenn es kein Zurück mehr geben kann. Körper und Geist fiebern dem Ende entgegen. Lebewesen, die ein plötzlicher oder unnatürlicher Tod ereilt, können diese genannten Phasen nicht störungsfrei durchleben. Sie stehen noch mitten in dieser uns vertrauten Gegenwart, weshalb es dann zum Nahtoderlebnis kommen kann. Das tibetianische Totenbuch teilt erstaunlich gezielt diese Seienszustände auf. Können uns die Lehren Aufschluss darüber geben, was der Unterschied zwischen Leben, Nahtod und Tod sein kann? Es gibt noch viele Einzelheiten und Fälle, die in diese Richtung gehen. Was denkt ihr über dieses Thema? Erscheint euch die tibetianische Schrift schlüssig? Den Hörbericht gibt es auch zum Nachlesen unter mysteryfacts.com. Link in der Videobeschreibung. Bis nächstes Mal. Man hört voneinander.